Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Und heute verarscht uns dieser verdammte Elch. Ich werde ihn bekommen. Das macht er nicht nochmal mit mir. Ich hoffe, er hat sich jetzt verzogen. Ich hoffe, du hast daraus gelernt, Elch. Niemand stellt sich mir und meiner Macht entgegen. Das ist ein Vogel. Okay. Na gut, ich würde sagen, heute reisen wir wieder zurück. Wir haben alles abgelegt, wir haben die Folge echt intensiv genutzt, um all unsere Sachen mal abzulegen und rein Tisch zu machen mit unserem Inventar, sodass wir endlich mal wieder voll tragen können. Das ist schön. Wir haben jetzt ungefähr für, weiß nicht, 285 Kilogramm? Skyrim-Gramm? Skyrim-Gramm! Für 285 Skyrim-Gramm haben wir ungefähr jetzt Platz. Und ich denke mal, das wird auch wieder für ein paar tausend Folgen reichen. Und wenn nicht, dann gehen wir nochmal zurück und befüllen nochmal die Truhe, damit wir wirklich am Ende der Staffel extrem am Arsch sind und 3 Folgen lang alles sortieren müssen. Ich werde euch natürlich wie immer vorwarnen, sodass ihr Bescheid Klingt eher wisst. nach einer Über. Nein, ich bin nicht interessiert an in einer Überfahrt. Ich will hier hoch. Und ich frage mich halt, wo es dahin geht. Scheint auch niemand zu sein, außer vielleicht dieser komische Irre da wieder, den wir getroffen haben, den wir auch getötet haben. Aber mehr war da auch nicht. Meint er vielleicht den Ort? Nein, irgendwas mit Fluss, irgendwas, ne? Irgendwas mit Fluss. Aber wir haben auf jeden Fall genug noch zu entdecken, das wird schon reichen. Da ist eine kleine Hütte. Krabbe. Oh, süßes Geräusch. Was zum. Das tut nicht Not. Nee, das tut nicht Not. Oh, Novizentruhe, ja? Was da wohl drinne steckt? Ein Eimer, komm schon, ich weiß es. Oh, 52 Gold. Das ist mehr, als ich erwartet habe. Frischfass. Aha. Haben wir hier unten vielleicht ein. Schatz oder irgendwas? Oh, ein Silberbahn, ja. Herzlichen Glückwunsch. Das hat sich jetzt verdammt gelohnt. Mehr als ein großer Berg ist hier auch nicht, ne? Wir haben es sowieso fast dunkel. Können nichts erkennen. Haben aber immer eine Eisenbahn bekommen. Ach, leck mich doch, ey. Nee, nur irgendwie so ein Scheiß. Oh. Eine Leerlingstruhe. Da kann ja nicht viel drinne sein. Ich meine, irgendwas muss da drinne sein, was Wasser überleben kann. Salzwasser auch noch. Und das in einer Truhe. Ich glaube nicht, dass die irgendwie dass die wasserdicht ist. Mal gucken. Joa. Oh, veredelter Mondstein. Wir können schon mal wieder ein paar Pfeile machen. Leni, tauch auf, bevor du stirbst, ey. Okay, ich würde sagen, wir gucken noch mal bei der Hütte hier hinten nach und. Stirb, Krabbe. Das Geräusch, was sie beim Sterben machen. Eine leere Truhe? Naja, immerhin finden wir hier Ebenerz. Das ist eine gute Ebenerzader. Die könnte man zwischendurch mal entrauben, wenn wir uns das auch merken, dass hier was ist. Frage ist nur, ob wir wirklich so lange bleiben, dass wir es zwei, dreimal machen. Ich glaube, einmal werden wir es auf jeden Fall noch schaffen. Aber nochmal weiß ich nicht. Der hinterm Wasserfall-Trick. Na komm schon. Na komm schon. Nee. Diesmal hat er nicht geklappt. Achso, das seid ihr beiden, ne? Was ist denn das? Ein Felsen, achso, okay. Wir haben genau 1111 Eisenpfeile. Wenn das mal kein Zufall ist. Wow! Kollege! Nicht dein Ernst, oder? Achso, er wollte bei seinen Freunden sein. Aber wer zur Hölle wohnt hier? Und wieso war die Truhe leer? Berechtigte Fragen, aber keine Antworten. Was zum Teufel geht hier ab? Moment, die Münzen zeigen uns irgendwas.
Nein. Ich wollte mich ducken. Okay, ducken bringt nichts. Also mal sehen. Wir haben hier ein Goldbahn und da ein Goldbahn. Nein, da wollte ich nicht hin. Das heißt, wenn das hier die Map ist, ne? Aber wie ist die ausgerichtet? So muss die ausgerichtet sein, ne? Ja, okay. Keine Ahnung, wir nehmen das Gold mit. Eisendolch. Ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Ich meine, klar, da ist irgendwas versteckt wahrscheinlich. Aber haben wir die Zeit dazu? Ich glaube nicht. Und diese Insel da hinten scheint mir ein bisschen zu auffällig, weil da irgendwas ist. Da ist doch irgendwas, außer diese Viecher da hinten. Oh, Headshot. Oh, voll ins Auge. Ah. Das muss wehtun. Und der geht in den Hintern, oder? Nee, oh, schön in den Buckel. Also gut, dann gehen wir mal rüber und schauen, was das da hinten ist. Es ist ein bisschen zu auffällig für meinen Geschmack. Ich muss doch irgendwas Rätselmäßiges abgehen, oder? Ich meine, zieht euch das hier rein. Oh, Stahlrimmvorkommen. Sehr schön. Sind das zwei? Ich glaube, das sind zwei. Das ist ja mal krass. Jawohl. Stahlrimm ist immer gut. Ich meine, im Endeffekt werden wir uns wahrscheinlich nichts draus basteln können. Vielleicht ein Bogen, aber der wird wahrscheinlich genauso stark wie der Ebenerzbogen sein. Weil die Rüstung ja auch genauso stark ist. Zwei Stahlrimm, Alter. Wie viel Stahlrimm kriege ich denn hier? Drei vielleicht? Drei Stahlrimm, alter Schwede. Und Gold. Oh, danke schön. Noch ein Stahl. Oh Gott, das ist so geil. Hier kriegen wir richtig massig Stahlriemen. Aber warum sind die Drauger damit eingeschlossen? Soll das so eine Art Konservierung sein? Oder hat das was mit der Asche zu tun? Kann das sein, dass sie durch die Asche konserviert worden sind? Und dass sie dadurch Stahlriemen irgendwie entstanden ist? Ich habe keine Ahnung. Das muss ja über Jahrtausende, Jahrhunderte gewesen sein. Da hinten haben wir noch eine Insel. Wer weiß, was sich da hinten verbirgt. Aber ich glaube nicht, dass hier zwei Stahlriemenvorkommen nebeneinander sind. Nee, scheint nicht so. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Ich hoffe, dass die Höhle hier unten ist. Okay, ich glaube schon. Ich glaube, wir wollten von da oben runterspringen. Da war irgendwas. Ja, ah, da robbt noch jemand durch die Gegend. Oh. Oh, 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 oh. Eisberries. Hoffentlich haben die mich nicht gesehen. Was ich irgendwie zu bezweifeln denke. Ich sehe sie nicht. Da hinten schwebt, glaube ich, Leni. Da hinten ist Leni. Bist du ein Eisbär? Oh. Und was habe ich getroffen? Kein Plan. Ich sehe ja nicht mal wirklich was. Da hinten scheint noch eine sehr auffällige Insel zu sein. Ach, Mr. Eisbär. Hallo. Oh, Nierenwurz. Gletscherhöhle entdeckt. Und der Eisbär?
Achso, ja, kämpf erstmal gegen den. Gar kein Problem. Darfst du gerne machen, bevor du mich angreifst. Da, guck mal, der greift dich auch an. Kommt hier auch noch so ein Walker, der überhaupt nichts drauf hat. So. Nehme ich gerne alles. Knochen. Oh. Was haben wir denn hier so Schönes? Das wird unser Level natürlich mal wieder ein bisschen steigern. Das gefällt dem Zero. Nein. Das gefällt nicht. Das ist doch beschissen. Ha! Gelöst. Das nehmen wir natürlich alles mit. Haben nochmal ein bisschen Kohle geschäftet. Ach, wir hätten die alten auch mitnehmen können, ne? Na, jetzt ist es zu spät dafür. Jetzt ist es zu spät dafür. Wir gehen mal in die Gletscherhöhle rein und gucken, was wir da so finden. Ich denke mal, es werden wieder diese Kieslinge sein oder wie auch heißen, diese mickrigen Viecher, die nichts auf dem Kasten haben. Von daher mache ich mir da keine Sorgen. Jop, scheint so. Wozu schleiche ich überhaupt? Meine Kollegen hier werden mich sowieso entlarven. Wir nehmen die Spitzhacke mit, wir haben unsere alte abgelegt. Wer weiß, wozu wir sie brauchen können, ne? Das sieht nach einer Falle aus. Ja, Leni, geh einfach rüber, wenn ich glaube, das ist eine Falle. Du bist sehr intelligent. Ich gebe dir gleich Agaro. Da hast du dein Agaro. Und du auch. Du natürlich auch. Wo willst du hin? Was zum Teufel? Da ist er eiskalt ausgewichen. Oh, glatter Durchschuss. Na gut, nicht glatter, halber Durchschuss. Also die will ich nicht mitnehmen, sonst sammle ich davon zu viele, glaube ich. Wobei, eigentlich könnten wir sie fürs Tränkebrauen gut gebrauchen, ne? Komm, nehmen wir mit. Das Ende der Staffel wird natürlich wunderschön mit dem ganzen Zeug, was wir hier sammeln. Das kann vielleicht eine Weile dauern. Hier ist nichts. Hauptsache, ihr habt hier Kronleuchter. Meine Fresse. Und die sind auch noch an. Was zum... Karstags Schädel. Muss eine Art Quest sein irgendwo, ne? Wir erledigen alles schon, bevor wir überhaupt die Quest haben. Naja, gut. Schön, ne? Ah, wir haben sein... Ach so, natürlich. Wir haben sein Skelett gefunden, aber da war sein Kopf nicht drauf. Wahrscheinlich wären wir da hingegangen, hätten bemerkt, ist ja kein Kopf drauf. Wir müssen woanders suchen. Und hätten das ihn hier gefunden. Ich glaube, so wäre der Plan gewesen. So, was haben wir hier noch? Wir erkunden verdammt schnell. Frage ist, ob wir es wirklich schaffen, alles. Wir müssen hier oben hin. Ich müsste auch langsam mal meine Quester machen. Wäre schön. Aber egal, wir ziehen das so durch. Kein Problem. Früher oder später werden wir da sowieso in der Nähe landen, weil wir so weit erkunden, dass wir da wahrscheinlich rauskommen werden. Von daher mache ich mir da keinen Stress. Ich bin wirklich der Letzte, der sich hier darüber Stress macht, dass wir irgendwo lebendig ankommen. Shit. Nein. Och, bitte, Leute, lasst mich hier durch. Macht keinen Scheiß mit mir. Ach, danke. Ich hab schon gedacht, huh. So, wollen wir mal zur nächsten Höhle. Hier ist alles voller Höhlen. Unglaublich. Ich möchte mal wieder so eine richtig krasse, große Höhle. Wieso springen wir eigentlich so scheiße? Okay, wir springen nicht scheiße. Alles gut. Wir waren nur auf einer Anhöhe. Oh, Ben Kongiro, irgendwas gefunden. Ist das die Höhle? Ja. Schwer zu finden hier in dem Sturm, alter Schwede. Vielleicht finden wir da ja was irgendwas Awesomehaftes. Ich meine, das Gute ist, wenn wir alles wirklich gefunden haben, dass wir die Quest easy beenden können, indem wir einfach hinreisen,
Einmal kurz alles wegmetzeln, wenn wir eine Quest haben und dann ist gut. So, nein, das ist keine Falle, das weiß ich. Hallo Mädels. Leere Truhe? Na, herzlichen Glückwunsch, ey. Boom. Na komm, trau dich. Oh, er hat sich getraut. Das Ding ist abgeprallt an ihm. Der muss Eier aus Stahlhaar gehabt haben. Dass die abgeprallt sind. Ich hab jetzt auch keinen Bock, die zu untersuchen. Es sind mir zu viele. Das schaffe ich gar nicht alles. Das Gold nehme ich aber trotzdem gerne. Frag mich immer noch, was die mit Gold anfangen wollen. Bügeleisen? Verehren sie vielleicht das Bügeleisen? Kann das sein? Balsamieren sie die Drog ein? Die Drog, sag ich schon. Die Drog. Ja, weißt du was? Nehmen wir mit. So, Magika brauche ich nicht. Das nehme ich aber trotzdem mit. Ah. Ein Teller. Wunderschön. Wer hat das gesagt? Ach so, nee, das war kein Reiter. Das ist auch nur ein Speer, ne? Nee, da oben ist sowieso nie was. Oh. Eine Begräbnisurne. Da ist doch immer gerne mal wertvolles Zeug drin, ne? In diesem Fall ein bisschen was zu verkaufen. Leer? Wieso ist hier gottverdammt alles leer? Das schmeckt mir gar nicht. Achso, Laterne. Ja. Genau das, was ich gesucht habe. Rockcha dir in den Hintern, Alter. Das hat er überlebt? Leer. Ohne kritischen mache ich natürlich wenig Schaden. Ist natürlich bedingt geil. Alter, wieso siehst du mich? Ist nicht nett. Mit diesen Eisenpfeilen mache ich überhaupt keinen Schaden, ey. Ich brauche diesen veredelten Zeugs. Dafür müssen wir auf jeden Fall mehr kaufen, sobald wir irgendwo in der Stadt sind. Immer schön beim Händler vorbeigucken, ob wir Zeugs zum Basteln kriegen können. Eimer. Ja, toll. Hier kommt doch gleich irgendwas wieder rausgesprungen. Ich kenne euch doch. Komme ich hier vielleicht in eine Dwemer-Ruine? Sieht ja verdammt nach der Statue so aus, ne? Ja, leck mich. Jetzt wurde ich auch noch entdeckt. Er hat zwar voll in die Luft geschossen, aber das scheint ihn nicht zu interessieren. Ich habe ihn einfach getroffen. Das Feuerholz nehme ich gerne mit. Freies Feuerholz zur Verfügung ist immer gut. Dann muss ich es nicht selber hacken. Haha. Okay. Das sind Fallen, Freunde. Das sind Fallen. Okay. Ich weiß nicht, ob die so intelligent sind, um sowas zu bauen. Aber immerhin sind sie intelligent genug, um Kleidung zu tragen. Vielleicht sind sie ja auch dann intelligent genug, um das zu machen. Wer weiß, wer weiß. Die Bella-Statue, jawohl, meine zweite. Sehr schön. Meine Sammelaktion geht immer weiter. Jo, steige die Fähigkeit schwere Rüstung. Ne, brauchen wir ehrlich gesagt nicht, nö. Ganzen Müll möchte ich hier nicht mitnehmen. Nicht mehr.
Er schreckt mich noch mehr, ey. Der schlägt verdammt schnell zu. Spasti. Stimmt, das wollten wir auch noch machen, ne? Wir wollten ja bei einem Level-Up unsere leichte Rüstung verbessern, damit wir nicht so ganz schnell draufgehen. Wäre auf jeden Fall eine Idee. Ich glaube, das werden wir das nächste Mal anstreben. Dann gehen wir auch nicht mehr so schnell drauf. Jo. Als wäre ich so hirnlos. Oh verdammt, das hätte treffen sollen. Och Leni, das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du voll dazwischen gelaufen bist. Lass mein Kleiner in Ruhe. Das macht mein Kleiner schon. Was machen die Eimer da unten? Also ich will da ungern runter. Wobei ich komme auch wieder von alleine hoch. Ist gut, ist gut. Lass ihn in Ruhe. Schießkunst auf 91. Nicht mehr lange und wir haben die 100 in Schießkunst. Können wir uns darauf konzentrieren, mal was anderes zu machen. Wobei ich hoffe, dass wir da Beschwörungen hinkriegen. Dass wir nicht mit einem beschworenen Schwert arbeiten, sondern mit einem beschworenen Bogen. Weil wenn wir dann Beschwörung voll haben, können wir auf Schwert umsteigen. Das ist nämlich das Geile daran. Das heißt, wir werden, wenn Bogen voll ist, wenn wir auf beschworenen Bogen gehen, sodass wir Damage mit dem Bogen machen. Wenn Beschwörung voll ist, haben wir vollen Damage mit dem Bogen. Also komplett, der durchdringt dann wahrscheinlich alles Mögliche. Und wenn wir von da aus aufs Schwert umsteigen, dann haben wir ja schon den Bonus durch die Beschwörung und können dann Schwert hochscalen. Das ist so der Plan, den ich habe. Aber bisher habe ich ja das Buch noch nicht gefunden. Das ist das Problem. Das ist das Einzige, was mich wirklich stört. Hör auf, mich abzuwerfen. Werf doch Leni ab. Leni, würdest du das beenden? Der läuft weg. Hä? Achso, der ist schon umgefallen. Ich will aber auf jeden Fall nicht runter. Das ist nicht das, was ich vorhabe. Ist das ein Erz? Ist das ein Erz? Verdammt, ich muss runter. Das ist ein Erz. Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal neu laufen, nur wegen diesem einen Erz, ey. Ich und meine süchtige Sammelei. Ist doch nicht wahr, ey. Wir könnten zwar jetzt mit der Spitzhacke zuhauen, aber das Ganze wechseln und so, nee, habe ich keinen Bock drauf. Es dauert bestimmt alles insgesamt dann doch länger. Oh. Hat sich ja doch schon irgendwo gelohnt, ne? Zwei Silbererzadern. Wenn ich jetzt hier ständig runterspringen muss für Silbererzadern, dann drehe ich durch. Aber damit kann ich Schmuck machen und Schmuck gibt so viele Punkte auf Schmieden. Das glaubt ihr gar nicht, ey. So, Silbererz entdeckt. Lass mich... Gott verdammt, durch. Ah, wir kommen hier hoch. Sehr schön. Dann können wir uns wenigstens die Lauferei sparen. Wie zum Teufel seid ihr hergekommen? Achso, hier durch, ne? Okay, hat sich schon geklärt. Jo, hier ist die Dwemer-Ruine, oder? Nee, das ist... Das ist keine Dwemer-Ruine. Seid ihr aus den Vasen gekommen? Ernsthaft? Lass mich durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war verdammt knapp. So. Na super. Na, ach du Wichser. Würdest du aufhören mit den ganzen Ausweichen? Wo willst du hin? Gegen die Tür oder was? Du hast doch überhaupt keinen Plan, wie man die öffnet. Arschloch. Oh Freunde, oh Freunde. Ich drehe mal wieder durch. Ich habe zu viel Spaß. Wir sind bei 25 Minuten. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.